Bevor ich dich aber allein lasse... Oje, jetzt kommt alles raus. Wozu braucht ein Gespenst denn den Zimmerservice? Um das Laken zu wechseln? Finger weg von meinem Laken! Schon klar. Ich kann mir vorstellen, wie unangenehm es ist, wenn sie den Saum so tief unter die Matratze stopfen. Ein Freund von mir ist mal in meine Laminiermaschine geraten. Er hat noch die ganze Nacht lang geheult. Zum Glück ist mir am Morgen wieder eingefallen, wie man die Kiste ausstellt. Aha, aber wie gesagt, es geht hier nicht um das Laken. Es soll lediglich das Geschirr weggeräumt werden. Und wozu brauchst du das Geschirr? Für einen Mitternachtsimbiss. Ach ja, logisch. Darf ich mal das Licht anmachen? Hier gibt es kein Licht, nur Dunkelheit und Scham. Scham? Ja, na klar, wenn ich da bin. Scham. Ja, Scham. Ich bin sehr charmant. Nein, Scham. Herrgott, du wirst doch wohl Scham kennen. Ja, ach so, Scham. Natürlich. Diese kleinen schamförmigen Dinger. Scham, ja, klar. Nettes Laken. Finger weg von meinem Laken. Brauchst du es noch lange? Solange du hier drin bist, ja. Ich glaube nicht, dass du ein Gespenst bist. Und wie, wenn ich fragen darf, kommst du zu dieser Erkenntnis? Ganz einfach. Gespenster erscheinen nur denjenigen, die sich etwas vorzuwerfen haben. Sie sind so eine Art stoffgewordenes schlechtes Gewissen. Aha, schlechtes Gewissen. Ich, du hast Ideen. Wenn ich dir doch sage. Ich aber habe mir nicht das Geringste vorzuwerfen. Ach komm. Jeder hat doch irgendwelche Laster. Ich habe kein Laster. Kein einziges. Warum würde mich Goal wohl sonst mit nach Elysium nehmen? In der kurzen Zeit, die wir uns kennen, habe ich sie bereits zweimal aus fahrenden Organon-Kreuzern geworfen. Ihr Espresso aus Batteriesäure eingeflößt. Ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Und heute Morgen habe ich versehentlich die Babyschildkröte, die sie gesund pflegen wollte, mit Schnellzement ausgegossen. Aber... sie hat mir alles verziehen. Mein Gewissen ist rein. Hast du mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht darauf ankommt, ob diese Goldie verzeiht, sondern du dir selbst? Boah, aber das wäre doch voll egoistisch. Finde ich nicht. Schön. Ich verzeihe mir. So. Und nun? Was? Und nun? Ja, du bist ja immer noch da. Also wenn du wirklich eine Manifestation meines schlechten Gewissens wärst, müsstest du dich da nicht irgendwie jetzt aufgelöst haben oder so? Hm. Vielleicht muss ich mir auch selbst verzeihen. Natürlich. Genau wie in mein Freund der Geisterastronaut. Na los, hopp. Na, verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich sehr. Und wie willst du dann jemals Erlösung finden? Ich dachte... ich bleib hier einfach im Dunkeln stehen und kämpfe dagegen an. Oh Mann, was für eine Jammertüte. Was ist denn dein Laster? Ist das nicht offensichtlich? Du bist Bettnässer. Quatsch! Guck doch mal, wo ich hier stehe. In einem dunklen Hotelzimmer. Neben? Einem Loch in der Wand. Und was sagt dir das? Ah, ich hab's. Du bohrst gerne Löcher. Nein! Hä? Aber Moment, du meinst doch nicht etwa... Doch, ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen. Laster Kanaster, reden wir über was anderes. Sehr gerne. Ich wollte sowieso gerade gehen. Ein Glück. Wie mein? Hinfort, hinfort. Schon besser. Okay, also... ich weiß zwar nicht warum, aber hier drin können wir was reißen, wenn wir die Dusche frei bekommen und singen. Oder so, glaube ich. Zumindest klingt so. Scheuert alles. Dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. Einen Pastetenautomat. Mit einem lustigen Schleimtroll in jeder fünften Pastete. Geil! Und ich dachte all die Jahre lang, dass die gar nicht mehr hergestellt werden dürfen. Wer braucht schon Münzgeld? Wenn er über magische Finger und ein unbestreitbares Händchen für Automaten aller Art verfügt. Aua! Ah, so eine Art Rätsel, verstehe. Okay, das wird scheinbar hier dran gespiegelt.
I see. Heizung. Hm. Keine Ahnung. Ach, das sieht doch gut aus. Oder muss ich alles ausmachen? Keine Ahnung. Vielleicht passiert auch einfach gar nichts. Haha, geschafft. Rufus 1, Entropie 0. Ach, das ist da. Ich habe die Heizungen jetzt alle ausgemacht. Rufus 1. Okay. Da ging es raus, da geht's wieder zu den Zimmern. Okay, gehen wir nochmal raus. Eine Mülltonne. Was denken die sich bloß dabei, eine Tonne für Fischabfälle direkt unterhalb der Gästezimmer aufzustellen? Hier hat es doch ein für die Müllentsorgung perfekt geeignetes Geländer. In solchen Mülltonnen kann man die verrücktesten Sachen finden. Ein Pelikan. Das ist nicht mal verrückt. Das ist maximal milde merkwürdig. Maximal milde merkwürdig. Also wenn wir mal einen Pelikan brauchen, wissen wir von nun an, wo wir einen finden. Okay, dann sind wir ja durch. Jetzt brauchen wir ein Mammutfell, irgendwas. Ich denke, wir gehen nochmal zur Rezeption. Und besorgen uns da diese Menükarte, wenn es die gibt. Klopapier brauchen wir auch noch. Das ist doch Cletus. Der hat mir gerade noch gefehlt. Dieser Anzug darf auf keinen Fall heißer als 30 Grad gewaschen werden. Haben Sie das verstanden? Klipp und Klopsi. Mein Assistent wird ihn morgen früh wieder abholen. Füllen Sie derweil die Anmeldung aus, Oppenbot. Und passen Sie gut auf die Tasche mit dem Geld auf. In dieser jämmerlichen Absteige arbeitet nur Gesinde. Hier arbeitet jemand? Verzeihen Sie, Herr Inspektor, aber ist das dort nicht die Tasche mit meinem Plasma-Austausch-Fluppeli-Wupp-Mammut-Fell-Release? Seien Sie nicht albern, Oppenbot. Die Taschen sind identisch. Ihre ist bereits auf unserem Zimmer. Und dorthin werde ich mich nun auch zurückziehen. Ich hoffe, es ist nicht so marode, wie der Service hier es nahelegt. Okay. Das hätte ins Auge gehen können. Diesem Schnösel wäre ich nur ungern über den Weg gelaufen. Jetzt heißt es auf der Hut sein. Der sucht doch garantiert nach Goal. Dafür weiß ich jetzt, wo ich dieses Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais herbekomme. Das ist richtig, das wissen wir inzwischen. Cletus hat seine Tasche direkt auf die Durchreiche zur Küche gestellt. Diesen Leichtsinn wird er noch bereuen. Die ist bestimmt voller Dornwarzenkeime. Wenn ich sie einfach so mitnehme, wird Oppenbot das bemerken und Alarm schlagen. Was hier fehlt, ist ein Plan voller Pfeile und Schleudern und Fallstricke und unvorhersehbarer Wendungen. Oder wenigstens ein paar cooler Spezialeffekte in 3D. Okay, gut, dann werden wir einfach die Tasche mit der von Boso austauschen. Und eine Tasche. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Porzellan, Kristallgläser, Scherben, Scherben, noch mehr Scherben. Was will er mit all diesen Scherben? Und? Aha! Geld. Wow. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich so viel Geld in der Hand hatte. Oder überhaupt irgendwelches Geld. Das stimmt, Geld hatten wir eigentlich noch nie. Gehen wir mal zur Rezeption. Hallo, Herr Oppenbot. Für eine Maschine wirkt er ziemlich überfordert. Dabei habe ich noch nicht mal richtig losgelegt. Ich bleibe lieber in Deckung. Okay, dann gehen wir hier. Upsala, Entschuldigung. Ja, ich habe gerade aus Versehen rausgeklickt, darum musste ich das jetzt gerade mal wieder herstellen. Ich hoffe, das hat trotzdem aufgenommen jetzt bis hier. Wenn ihr es seht, wisst ihr das, ja?
Okay, also wir haben... Nein! Nein! Na gut. Einfach nur, weil es... Oh nein. Hier! Damit geht's bestimmt. Oh, das ist aber weich. Oh, ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Hier, nimm das. Was ist das? Dein Wechselgeld. Ich habe nicht alles aufgebraucht. Und nun auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Hey, halt, stopp! Verdammte Kiste, er ist weg. Wenn ich mir nicht ständig solche Dinge einbilden würde, wäre ich jetzt wirklich beunruhigt. Oh, jetzt haben wir eine Münze, cool. Ich habe schon schlimmere Scheißhäuser gesehen. Okay. Schrott, steh mir bei. Die Spülung funktioniert nicht richtig. Da muss irgendwo ein Leck in der Leitung sein. Da, glaube ich. Mein Gott, wovon hat er eigentlich geredet? Da ist doch noch Toilettenpapier, vierlagig, mit Luftpolster. Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die Apothekenumschau des blinden Drugstore-Besitzers in den Schatten. Und die war immerhin in Blindenschrift. Ach ja. Was soll ich machen? In die Kloschüssel gucken? Boah, der hat ja noch nicht mal abgespült. Was soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Der hat ja noch nicht mal abgespült. Okay, also wir müssen abspülen, verstehe. Wir haben eine Münze übrigens, damit glaube ich, können wir hier unten was machen. Und war das hier? Oder war das da? Ne, Pasteten-Dings, ne? Genau. Verdammt, die Münze ist zu groß. Was nützt das schönste Kleingeld, wenn es zu groß ist? Okay, dann gehen wir zurück zu Boso. Wir haben die Heizung hier ausgemacht. Warum zieht er sich nicht endlich was an? Der holt sich noch die Schüttelpocken. Und wenn er es nicht tut, hole ich sie ihm halt. Freunde tun sowas füreinander. Na, Boso, du alter... Pirat, sag es ruhig. Hä? Nee, wie kannst du denn ein Pirat sein? So ganz ohne Kutter. Du Altersflecken-Endlager, wollte ich sagen. Zieh dir mal lieber was an. Du willst doch nicht, dass Gold sofort wieder ins Koma fällt, sobald sie aufwacht, oder? War das nicht krass vorhin? Geht so. Oh je, du bist unglücklich, nicht wahr? Unglücklich ist gar kein Ausdruck. Das wäre ich wohl auch an deiner Stelle. Immerhin hast du die ganze Kuh... Coole Action verschlafen. Entschuldigung, aber ich musste dich einmal klicken, irgendwie, deswegen. Komm schon. Nun lach doch mal wieder. Warum sollte ich? Mein Kutter ist kaputt. Ist doch kein Weltuntergang. Die Welt geht unter. Nicht vor morgen früh. Und etwas Vernünftiges zu essen gibt es hier auch nicht. Mecker, mecker, motz, motz. Du klingst schon fast wie meine Ex-Freundin. Toni oder mein ex-bester Freund Wenzel oder jeder andere, der einen größeren Zeitraum mit mir verbracht hat. Und das bringt dich nicht irgendwie zum Nachdenken? Ha, um mich zum Nachdenken zu bringen, muss schon deutlich mehr passieren. Ja, das war auch mein Eindruck. Willst du dir jetzt nicht langsam mal was anziehen? Warum sollte ich? Du frierst doch bestimmt. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Aber, naja, was ein echter Pirat ist. Du und ein Pirat. Wer hat dir denn den Quatsch eingeredet? Naja, eigentlich warst du das. Ach, herrje, wenn man blöd fragt. Es ehrt mich, dass du versuchst, mir nachzueifern. Aber sieh den Tatsachen ins Auge. Du wirst nie so ein Draufgänger wie ich. Komm schon. Schlüpf in deinen schmuseweichen Plazenta-Fellmantel und... Pah, vergiss es. Ich bleib jetzt erst recht in der Kälte sitzen. Und wenn ich mir dabei die Schüttelpocken hole... Deine Blöße würgt mein Ästhetikempfinden. Insbesondere, wenn du diese Sache mit den Beinen machst. Ich sag dir, du holst dir die Schüttelpocken. Unsinn.
Dann wäre meine Zunge doch ganz blau. Außerdem hätte ich Husten, Schnupfen und Fieber. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Alles klar. Rufus, du planst doch nicht etwa, mich mit Schüttelpocken zu infizieren. Ich habe nur gesagt, dass du sie dir holst. Wie du das machst, bleibt mein Geheimnis. Oh, Rufus. Es ist immerhin eine Frau anwesend. Goal, auf mich wirkt sie eher abwesend. Und so lange könntest du mir ruhig mal die Beinfreiheit gönnen. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, eine passende Hose in meiner Größe zu finden. Na gut, es ist eine abwesende Frau anwesend. Aber ist das ein Grund, gleich auf ihr herumzutrampeln? Sie ist ja jetzt schon ganz rot. Rufus, ich glaube, du stehst auf ihrem Beatmungsschlauch. Oh. Egal. Es geht hier nicht um irgendwelche Schläuche. Es geht hier um... Beinfreiheit? Genau. Nicht, dass ich jetzt weniger Beinfreiheit hätte. Ich denke da auch an Doc. Mach dir mal keine Sorgen um meine Beinfreiheit, Junge. Apropos, warum sieht man eigentlich nie deine Beine, Doc? Belassen wir es doch einfach bei... Mach dir keine Sorgen, Junge. Was auch immer. Okay. Ich brauche dieses Handtuch. Okay. Nein! Nicht! Du weißt auch nicht, was du willst. Neue Augen. Ach, mach doch, was du willst. Okay. Außer der Sache mit den Beinen, hörst du? Alles, nur nicht das. Sagtest du eben, dass du Hunger hast? Ach. Das hast du mitbekommen? Tja, das nennt man selektive Wahrnehmung. So eine Art mentale Superkraft, die Spreu vom Weizen zu trennen. Spreu in die linke, Weizen in die rechte Gehirnhälfte. Ja, ich bin schon ein Früchtchen. Wenn du mir etwas zu essen besorgen willst, im Souterrain steht ein Pastetenautomat. Mal sehen. Ich muss erst noch rausfinden, inwiefern mich das weiterbringt. Was? Naja, ich bring dir was zu essen und da habe ich dann auch irgendwas von. Läuft doch immer so. Wie wäre es mit dem guten Gefühl, einem Freund einen Gefallen getan zu haben? Hä? Nein, nicht sowas. Ich meine was Nützliches. Einen Köderfisch oder so. Ach so, ja. Cletus steigt hier rum. Er hat das Zimmer nebenan bezogen. Wahrscheinlich sucht er Goal. Oh je. Hat er dich schon gesehen? Mich gesehen? Ha! Ihr sprecht hier mit dem Meister der Tarnung, der menschlichen Tarnkappe. Leise treti, leise treto. Dem heftigen Leisetritt in die Kronjuwelen des Unrechts. Hey, ist da drüben bald mal Ruhe? Na, ihr wisst schon. Du, Rufus, vielleicht ist es doch besser, wenn du vorerst auf dem Zimmer bleibst. Unsinn! Ihr wollt ein Plasmadidasmadidings und ich werde euch ein Plasmadidasmadidings besorgen. Aber... Psst! Ihr wollt doch nicht, dass Cletus euch hört, oder? Sorry, ich muss hier weg. Nimm's nicht persönlich. Es ist einfach nur dein abscheuliches Aussehen. Meine Augen sind schon ganz vereitert. Er ist einfach immer so nett. So, dann schauen wir noch gerade bei Cletus vorbei und danach würde ich sagen, beenden wir das Ganze fürs Erste. Hallo, ist da draußen jemand? Der Wind! Die Küche brennt! Das passt ins Bild. Nicht einmal der Wind weiß hier, was sich gehört. Ja, genau das. Die Heizung ist aus, der Pastetenautomat, da passt das Dingens nicht. Kann ich die Münze hier dran? Das ist tatsächlich ein bisschen rau. Vielleicht... Es hat geklappt. Das nenne ich mal wirklich inflationären Gebrauch von Fäkalhumor. Oh je, ich habe die Münze abgeschliffen damit. Na endlich. Dieses ganze Geldwechseln hat mich ganz schön hungrig gemacht. Ich glaube, ich werde trotzdem Boso den Vortritt lassen. Oh, das ist aber nett. Laut Verfallsdatum kann man diese Pastete noch gut essen. Vorausgesetzt, ich interpretiere dieses Piktogramm von einem Jäger, der einen Büffel erlegt, richtig. Bleibt abzuwarten, wa? Boso! Guck mal hier. Was hast du da? Etwas zu essen?
Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Ich werde noch ganz krank vor Hunger. Du weißt schon, blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber, wie bei den Schüttelpocken. Ich sag doch, du solltest dir etwas anziehen. Hätte, sollte, würde. Mit etwas Pastete im Magen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Was ist? Bekomme ich jetzt die Pastete? Ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Pasta auf die Pasteta. Erzeugt zwar ein leichtes Fieber, ist dafür aber auch gut für die Zähne. Genau, so, dann haben wir noch andere Sachen. Das ist zwar langweilig, aber na gut. Hupsi, da hat wohl jemand vergessen, den Salzstreuer zuzuschrauben. Wie sonst kämen diese ganzen Maden da rein? Okay, schade, war nicht ganz das, was ich wollte. Man kann nie genug Pfeffer haben. Husten, Schnupfen hätten wir. Hey! Husten, leichtes Fieber. Keine Panik, ist alles auf der Pastete gelandet. Laut Verfallsdatum voraus... Also, wir haben jetzt leichtes Fieber und Schnupfen, würde ich sagen. Was macht denn Shampoo? Das würde ich noch nicht als Schuppenproblem bezeichnen. Staub vielleicht? Und hier ein ganz besonderer Gaumenkitzler. Haha, fresst meinen Staub, ihr risikoaversen Durchschnittsköche. Jetzt brauchen wir nur noch blau. Der Kopfkissenbezug ist blau. Dieser verlauste Kopfkissenbezug eignet sich nur für genau zwei Dinge. Erstens, einen Kindergarten unter Quarantäne zu stellen. Und zweitens, ein Kopfkissenbezug. Ja, macht Sinn. Okay, die blaue Zunge kriegen wir scheinbar noch nicht hin. Okay, okay. Sie ist schon wieder bewusstlos. Diesmal gehört es allerdings zum Plan. Ich rette dich. Und dann... geht's ab nach Elysium. Wollen wir's hoffen, Rufus, wollen wir's hoffen. Den will er immer noch nicht, ne? Hier, ich hab deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Aber, naja, was ein echter Pirat ist. Und wer hat den... Komm schon. Ich bleib hier. Und wenn ich mir... Genau, er will die Schüttelpocken, also müssen wir noch was Blaues besorgen, um ihm die Schüttelpocken zu bringen. Ich weiß nicht, ob das was vielleicht mit Waschen und dem Kopfkissenbezug zu tun hat. Da werden wir dann beim nächsten Mal dann mal in die Waschküche gehen und da schauen. Aber jetzt würde ich sagen, beenden wir das Ganze fürs Erste. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es macht euch so viel Spaß wie mir. Und bis zum nächsten Mal.